Einen schönen guten Morgen. Wie ihr sehen könnt, war ich wieder bei meinem Supermarkt, habe mich eingedeckt für die nächsten ein, zwei Tage, was Getränke angeht, und habe auch mein Frühstück geholt, wieder ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse. Und es ist schon ganz angenehm. Wir haben ja 13,2 Grad, 7.23 Uhr am 21.04. Nacht war diesmal super angenehm, Feuchtigkeit hatte ich gar keine Probleme. Und ja, 2000 Kaffee habe ich heute Morgen schon getrunken, da ich ja wieder seit kurz nach 5 wach bin. Das kennt ihr von mir mittlerweile, glaube ich. Und stehe wieder hier ganz allein auf diesem großen Parkplatz. Die Sonne kommt gerade über die Berge, über die Wälder. Und ab 8 Uhr ist es im Bulli dann so um die 20 Grad schon, weil es sich ordentlich aufwärmt, wo ich die Tafeln doch jetzt abgenommen habe. Was ich morgens hier immer mache. Und danach werde ich wieder Matratze rausstellen, Schlafsack raushängen, was halt so ansteht, bevor ich wieder loslege mit dem Tag. Ja, gestern Abend habe ich mir noch ein paar Chips gegönnt, wie ihr seht. Und die Chipstüte dann umfunktioniert als Mülltüte. Da kommt gleich alles rein, was irgendwie über ist. Das bringe ich dann zum Müllcontainer hier vorne. Aber jetzt wird erstmal gefrühstückt. Also, bis gleich. Jetzt nach dem ausführlichen Strandspaziergang geht es nochmal in die Stadt Grömitz selber. Mit allem, was so dazugehört. Unter anderem auch diese touristischen Bummelbahnen hier. Ich hoffe, man hat das gerade gut gesehen und gehört. Ich radle jetzt einfach mal durch den Ort und zeige euch so ein paar schöne Ecken hier. Oder, naja, ob die schön sind oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Hier so ein paar von diesen klassischen Ferienhäusern. Oder auch Apartments. Das ein oder andere Hotel. Supermärkte gibt es auch diverse. Und hier fahren wir direkt auf das Wahrzeichen der Stadt Grömitz zu. Die Sonne. An sich auch ein sehr schönes Fleckchen hier. Einmal durch den Kreis. Und dann Richtung Innenstadt. Dort geht es runter in die Fußgängerzone. Das machen wir gleich im Anschluss nach der Kirche. Und das Schild lädt auch ein. Tritt ein, die Kirche ist offen. Dann machen wir das auch mal kurz. Ich hoffe, so von den Lichtverhältnissen das geht. Ist immer recht duster hier. Ich werde jetzt auch mal nicht quatschen, weil auch andere da sind. So viel dazu. Und hier geht's runter in die Fußgängerzone. Oder besser gesagt Einkaufsstraße. Die zeige ich euch jetzt noch einmal hier so gerade runter. Die ist nämlich nicht ganz lang. Vor Kopf ist schon das Ende zu sehen. Und wenn man von der Einkaufsmeile rechts reingeht in den Fischerweg, kommt man zu diesem kleinen Park. Mit angrenzendem Friedhof. Jede Menge Krähen im Wald. Oder im Wäldchen.
der großen Spielanlage und einem kleinen Teich mit Möwen. Und auch hier weiterhin alles radfahrerfreundlich. So eine extra kleine Rampe direkt neben der Treppe zum Kurpark. Hier geht es jetzt Richtung Promenade. Mit direkter Zufahrt übers Kopfsteinpflaster zur Seebrücke. Direkt an der Seebrücke hier die Touri-Info. Und ab hier muss geschoben werden. Oh, heute ist die Seebrücke sogar offen. Ja, das muss ich auch gleich nutzen. Ja, so sieht es auf der Seebrücke aus. Die war ja die letzten Tage noch zu. Und deswegen, jetzt wo der Zaun gerade offen ist, muss ich das definitiv nutzen. Ins Wasser. Und hier an der Ostsee-Lounge kann man sich's gut gehen lassen. Wie man gut auch anhand der Karossen sehen kann, bin ich jetzt am Hafen angekommen und werde mich jetzt mit diesen Bildern von euch für heute verabschieden. Tag 3 ist rum für euch. Ich werde den Rest des Tages meine Strandmatte holen, mich in die Sonne legen, eins meiner Bücher weiterlesen und den Tag einfach noch genießen. Also macht's gut, bis zum nächsten Video.